Wie aus Battlefield 1942 bekannt, ist Wake Island eine fast U-förmige Insel. Die US-Streitkräfte starten hier von einem Flugzeugträger aus. Neu sind aber auch Main-Spawn-Punkte direkt an beiden Landzungen. Hier können die Spieler direkt in einen Panzer einsteigen. Früher mussten die Truppen noch mit anderen Fahrzeugen zur Insel übersetzen, was Main-Base-Camping ermöglichte. Aus Balancing-Gründen ist die Entscheidung, nun auch auf der Insel spawnen zu können, daher durchaus gerechtfertigt und sinnvoll. Die Russen hingegen halten zu Beginn einer Runde alle Flaggenpunkte auf der Insel. Sie besitzen keine Mainbase, was heißt, wenn Team USA alles eingenommen und alle Gegner eliminiert hat, ist das Spiel vorbei. Flaggenpunkte sind nun anders verteilt als noch in Battlefield 2 oder 1942. Statt 5 Flaggenpunkten gibt es nur noch 3, den Flugplatz, South Beach und North Base. Die Basen sind vollkommen neu eingerichtet. Während im Zweiten Weltkrieg noch wuchtige Bunkerbauten Platz fanden, finden wir nur normale Häuser, Baracken und Flugzeughangars vor. Durch die Verschlankung auf 3 Basen wird die Map sehr fahrzeuglastig, denn die Entfernung zwischen den Flaggen sind nun recht hoch. Durch die Hügelform der Insel kann aber auch ein Infanterist zurechtkommen. Trotz der vielen optischen Änderungen und den komplett neu designten Basen, als Battlefield-Spieler fühlt man sich auf Wake Island sofort daheim. Man kennt den Aufbau, man weiß, wo es lang geht, die Map spielt sich sehr intuitiv, aber wegen der Weitläufigkeit nicht ganz so abwechslungsreich wie andere Karten.